Kurznachrichten. Liebe Gitarristen und Gitarristin Tonton, Michael Lüders hat gerockt, neuer Aufsager Palästina. Es gibt hier die Auffassung, dass man die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt habe, indem man sich vorbehaltlos hinter die Politik Israels stellt. Diese Haltung kann man natürlich einnehmen, aber was, wenn das israelische Vorgehen im Gazastreifen immer mörderischer wird und Deutschland dann gewissermaßen in Mithaftung genommen wird? Das ist ja ein bisschen das Dilemma, ausgelöst durch die Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord. Dass Michael Lüders vergaß, macht nichts, dafür bin ich ja da. BSW-Parteifreundin Sevim Dagdilen erklärte dazu bei Florian Warweg unlängst. Interessanterweise ist die Grundlage der Klage Nicaraguas sind parlamentarische Anfragen des Bündnis Sahra Wagenknecht im Deutschen Bundestag. Keine Parteifreundin, Annalena B. Jedenfalls Außenministerin Baerbock im Gespräch mit ihrem israelischen Amtskollegen, mit Israel Katz. Und in diesem Gespräch äußerte sie ihre Sorge, dass auch sie persönlich juristisch wegen Kriegsverbrechen belangt werden könnte. Also es scheint doch so zu sein, dass es den Ersten zu dämmern beginnt, dass diese bedingungslose, ohne Wenn und Aber Unterstützung einer Regierung in Tel Aviv, die als nicht unbedingt ausgewogen in ihrer Verhaltensweise zu bezeichnen, doch sehr höflich ist. Jedenfalls, es mag irgendwann der Punkt kommen, wo auch die Regierungsverantwortlichen in Berlin begreifen, wir haben da ein Problem. Probleme auch in den USA an Elite-Unis und in der jüdischen Diaspora. Hier Details. Und der Kern des Konfliktes oder der Kritik ist natürlich, dass Biden weiterhin Israel in großem Umfang Waffen liefert. Gerade erst ist ein neues Waffenpaket für Israel ausgehandelt worden im Kongress. Israel bekommt nochmal für 16 Milliarden US-Dollar Waffen aus US-Beständen. Übrigens zwischen dem 7. Oktober und dem 7. März haben die Amerikaner insgesamt 100 zusätzliche umfangreiche Waffenlieferungen in Richtung Israel durchgeführt. Über das Volumen schweigen sich die Amerikaner aus. Aber es gibt israelische Armeekenner, die klipp und klar sagen, ohne diese Unterstützung aus den USA könnten die Israelis diesen Krieg nicht führen. Der zweitgrößte Unterstützer sind wir, die Deutschen. Wir sind die zweitgrößten Lieferanten nach den USA. Unter anderem haben die Deutschen allein in den ersten 4 Monaten 500.000 Schuss Munition geliefert für Maschinengewehre. Wo werden die eingesetzt? Genau. Und insoweit also ist es schon klar, dass das emotionalisiert, empört, dass daraus Proteste erwachsen. Vor allem ist es bemerkenswert, dass reiche Elite-Universitäten, darunter auch Yale und Harvard, die Angewohnheit haben, ihre Gelder, die sich hauptsächlich aus hohen Studiengebühren und großzügigen Spenden ergeben, zu investieren in die Rüstungsindustrie, die anschließend auch Raketen und Munition für Israel produziert. Und dieses lukrative Koppel-Engagement in Frage zu stellen, das ist eben ein Hauptanliegen der Demonstranten in den USA. Interessant ist auch zu sehen, dass es innerhalb der Jewish Community in den USA große Veränderungen gibt. Die Jewish Community, die jüdische Gemeinschaft in den USA sehr viel differenzierter als in Deutschland. Das hat verschiedene Gründe. Die ist natürlich viel größer und vielschichtiger. Und es ist bemerkenswert, dass, wenn man sich Umfragen anschaut, es eigentlich nur noch in der Generation 60 plus unter den amerikanischen Juden eine bedingungslose, uneingeschränkte Unterstützung gibt für die Politik der jeweiligen israelischen Regierung. Neben der National Rifle Association ist die wirkmächtigste Lobbyorganisation in den USA, oder zumindest gilt sie als solche, APAC, das American Israel Public Affairs Committee. Das ist eine pro-israelische Lobbyorganisation, pro-israelisch im Sinne von, egal wer gerade die Macht hat in Israel und seien es auch Ultrarechte, wir unterstützen sie. Und die Unterstützung für APAC nimmt aber innerhalb der Jewish Community in den USA umso mehr ab, je jünger die Leute werden. Also in der Generation der 20- bis 30-Jährigen ist eine Mehrheit gegen den Kurs von APAC. Sehr interessant, weil sich hier auch eine Motivation verbergen kann, und zwar die der Alten, die Region jetzt zu entflammen. Was geschieht nun weiter im Nahen Osten? Was geht da vonstatten?
Zunächst einmal, die Regierung Netanyahu hat nicht wirklich einen Plan für den Tag danach. Netanyahu führt Krieg um des Krieges führen willen, denn in dem Moment, wo der Krieg beendet sein sollte, dann wird es wohl Neuwahlen geben, die er vermutlich nicht gewinnt. Es mag dann sein, dass man ihn juristisch an die Kandare nimmt. Jedenfalls, der Krieg wird weitergehen, das ist völlig klar. Und was ist der Plan für den Tag danach? Jetzt ist der Krieg irgendwann mal zu Ende. Und dann was? Und da gibt es ja auch schon wie die üblichen Verdächtigen unter den Thinktanks, die haben dann so Überlegungen der Sorte, ja, da muss dann die reformierte palästinensische Nationalbehörde in Ramallah soll dann die Macht übernehmen, auch im Gazastreifen, was natürlich alles nicht passieren wird, denn natürlich werden die Verantwortlichen in Ramallah unter Mahmoud Abbas nicht die Verantwortung übernehmen für eine Trümmerwüste. Und es gibt keinen Plan für den Tag danach. Die Vorstellung der israelischen Seite, man könne die Hamas militärisch besiegen, vernichten gar, das ist völlig abwegig. Das weiß auch jeder, der es wissen will. Aber trotzdem offiziell wird an diesem Ziel festgehalten. So, was sind jetzt aber die israelischen Pläne für den, sagen wir mal, nicht für den Tag danach, aber perspektivisch? Was mache ich denn mit diesen 2,3 Millionen Palästinensern? Und da gibt es findige Israelis, die haben schon ganz interessante Ideen, die zunehmend auch international an Fahrt aufnehmen. Und die will ich hier mal ein bisschen vorstellen. Fangen wir an mit dem Misgav-Institut für nationale Sicherheit und Zionismus. Das ist eine rechtsgerichtete israelische Denkfabrik. Im Oktober 2023 hat es einen detaillierten Plan für die Umsiedlung aller Palästinenser aus dem Gazastreifen in den Sinai gegeben. Einen solchen Plan hat das Misgav-Institut vorgelegt. Titel, Zitat, ein Plan für die Umsiedlung und endgültige Repatriierung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens nach Ägypten, wirtschaftliche Aspekte, Zitat Ende. Untertitel dieser Studie, Zitat, es gibt derzeit eine einzigartige und seltene Gelegenheit, den gesamten Gazastreifen in Abstimmung mit der ägyptischen Regierung zu evakuieren, Zitat Ende. Aus Sicht dieses Strategiepapiers gilt es, die wirtschaftliche Schwäche Ägyptens zu nutzen. Quintessenz, Kairo nimmt 2,3 Millionen Palästinenser auf. Im Gegenzug sollten westliche Schuldner dem Land am Nil einen Großteil seiner Staatsschulden erlassen. Die Kosten für die Umsiedlung würde Israel übernehmen, 19.000 US-Dollar pro Haushalt, was einmalig 1 bis 1,5% des jährlichen israelischen Bruttoinlandsproduktes entspräche. Autor des ursprünglich geheimen, dann durchgesickerten Berichts ist Amir Weidmann, ein hochrangiges Mitglied des Likud, also der Regierungspartei von Netanyahu. Im Vorstand des Misgav-Instituts sitzen eine Reihe bekannter Rechtsextremisten, deren Absichten keineswegs im Vakuum bestehen. Geheimdienstminister Gila Gamliel, ebenfalls Likud, hat das Strategiepapier unter dem Logo seines Ministeriums übernommen. Generalmajor AD Giora Eiland, das ist ein sehr kreativer aus der israelischen Führungsriege, der hatte zu Beginn des Krieges empfohlen, dass man doch auch eventuell nachdenken sollte über das Verbreiten von Seuchen im Gazastreifen, denn das würde der israelischen Armee gewissermaßen die Arbeit erleichtern. Jedenfalls, Herr Eiland schlug seinerseits vor, die Palästinenser im Gazastreifen anzuweisen, Zitat, nach Ägypten zu gehen oder sich an der Küste zu versammeln, Zitat Ende, während Israel die Enklave, Zitat, vorübergehend oder dauerhaft unbewohnbar, Zitat Ende, mache. Danny Ayalon, vormaliger Botschafter Israels in Washington, schwärmte von, Zitat, großen Gebieten im Sinai, in die sie evakuiert werden könnten, Zitat Ende. Nicht etwa Israel, sondern die Staatengemeinschaft hätte dann die Möglichkeit, dort, Zitat, Zeltstädte für sie zu errichten. Israel Katz, zu dem Zeitpunkt Energieminister, twitterte, die gesamte Zivilbevölkerung in Gaza müsse sofort verschwinden. Daraufhin warnte die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten, Francesca Albanese, vor einer ethnischen Massensäuberung. Das hiesige Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern hat umfassend zu diesen Vertreibungsfantasien recherchiert, die entsprechenden Zitate zusammengestellt und die Bundesregierung warnend in Kenntnis gesetzt. Ohne Reaktion auch. Ohne Reaktion. Und warum auch
wusste Kanzler Olaf Scholz doch bereits am 26. Oktober des vorigen Jahres, Zitat, Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Zitat Ende. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die geopolitischen Einschätzungen des Michael Lüders. Die Geostrategie in der Region, der Konflikt mit dem Iran hat sich jetzt erst einmal beruhigt. Am 1. April haben die Israelis sich die Freiheit genommen, die iranische Botschaft in Damaskus zu bombardieren. Klarer Bruch aller Völkerrechtsnormen. Eine Verurteilung dieses Angriffs im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen scheiterte am Veto der USA, Großbritanniens und Frankreichs. Der iranische Außenminister sagte daraufhin, hätte es eine Verurteilung gegeben, dann hätten wir auf weitere Maßnahmen verzichtet. Stattdessen kam es dann zum Angriff des Irans auf Israel. Und dieselben Akteure im Westen, darunter auch die Bundesregierung, die kein Wort der Kritik äußerten über diesen klaren Rechtsbruch Israels, waren nun rechtschaffen empört und sagten, es geht ja gar nicht, Angriff auf Israel, oh mein Gott. Das Ganze war natürlich dieser Angriff mehr oder weniger Show, eine Inszenierung. Die Amerikaner waren informiert, sie wussten auch, es würde keine weiteren Angriffe geben. Und die Drohnen insbesondere sind ja mit einer Gemächlichkeit geflogen. Bis zu 6 Stunden haben sie gebraucht für die Reise vom Iran in Höhe der israelischen, bis in die Höhe der israelischen Grenze. Alle sind unterwegs abgeschossen worden. Überwiegend nicht von israelischer Seite, sondern von amerikanischen, britischen und französischen Jagdflugzeugen. Und wie hier sozusagen mit 2 Maß gemessen wird, ist schon interessant. Die Israelis wurden natürlich aufgefordert, nach Möglichkeit nicht jetzt noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, auf die Vergeltung ihrerseits zu reagieren, aber trotzdem haben sie es getan. Ein kleines verträumtes Angrifflein, das ja auch von iranischer Seite geleugnet wurde, angeblich hat es ja gar keinen Angriff gegeben. Es sind offenbar einige Drohnen, nach iranischen Angaben 3, nicht Drohnen, sondern Raketen abgeschossen worden, ohne jedoch größeren Schaden anzurichten oder gar keinen. Jedenfalls war das Dementi der Iraner, dass das irgendwie eine interne Operation von Saboteuren gewesen wäre, wohl für den Gebrauch der iranischen Öffentlichkeit halbwegs glaubwürdig. Und man hat jetzt erstmal Ruhe an der Front. Und das bedeutet aber nicht, dass die Lage insgesamt entspannt wäre. Das ist mitnichten der Fall. Gerade erst hat Haaretz, die israelische Zeitung, einen großen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die israelische Regierung nach wie vor daran arbeitet, ihre Widersacher einen nach dem anderen auszuschalten. Erst die Hamas, dann die Hezbollah und am Ende den Iran. Den Iran kann aber Israel nicht alleine angreifen. Dafür brauchen sie amerikanische Unterstützung. In Deutschland gilt die Staatsräson, wie Sie wissen. Das bedeutet, wenn es zum Krieg kommt zwischen Israel und dem Iran, auch wenn Israel ihn angreift, dann wird es natürlich nicht lange dauern, bis die ersten Experten in der Politik, in den Leitmedien fordern werden, dass nun Bundeswehrsoldaten sich hier engagieren an der Seite des bedrohten Israels. Man mag sich das alles gar nicht so richtig ausmalen, aber man fragt sich, wie kurzsichtig, wie verantwortungslos ist eigentlich eine Bundesregierung aufgestellt, die sich ohne Not dermaßen blind an die Seite einer doch hochgradig fragwürdigen Regierung stellt, die möglicherweise mit dem Gedanken spielt, die ganze Region in Brand zu setzen. Denn ein Krieg gegen den Iran, das wird kein Spaziergang werden, sondern da wird es richtig krachen. Man muss sich dabei immer auch vor Augen halten, Deutschland, gesegnet mit einer Regierung, deren Weitsicht legendär ist, hat ja im Zuge des Ukraine-Krieges die Auffassung vertreten, genauso wie die EU insgesamt, keinerlei Energiezusammenarbeit mehr mit Russland. Wir sind die Guten, wir arbeiten nicht mit den Bösen zusammen. Wir beziehen zwar weiterhin russisches Öl und Erdgas, allerdings über Umwege, über dritte Länder zum 3- bis 5-fachen Preis. Das lassen wir jetzt mal beiseite, das ist ein anderes Thema. Wir haben aber keine Energieversorgung mehr aus dem Osten. Das heißt, die Energieversorgung, die Deutschland hat im Bereich Erdgas, insbesondere Fracking-Gas, kommt aus den USA, der wichtigste Lieferant neben Norwegen. Wenn nun im Nahen Osten es ebenfalls rumsen sollte, dann wird die Energieversorgung aus der Region unterbrochen werden. Die Preise werden explodieren. Man muss eigentlich kein Genie sein, um sich zu überlegen, was passiert dann mit der hiesigen Wirtschaft in Deutschland, wenn es wirklich zu einem längeren Konflikt kommt, der über Monate sich erstreckt und wenn eben der Barrel dann Öl nicht mehr wie jetzt 88 Euro kostet, sondern sagen wir 150 Dollar den Barrel, dann ist der Umstand, dass der Liter Benzin an der Tanksäule dann möglicherweise 3 oder 4 Euro kostet, ehrlich gesagt noch das geringere Problem. Die Wirtschaft insgesamt in Deutschland würde dann massiv in die Bredouille geraten und unsere amerikanischen Brüder und Schwestern würden natürlich, wenn sich eine dauerhafte Mangellage abzeichnet, gerade im Wahljahr,
natürlich diese Ressourcen, die sie haben, erst einmal für sich selber behalten und das, was sie dann dennoch exportieren, natürlich zu Preisen exportieren. Man ist ja miteinander werteorientiert verbunden, die sich wahrscheinlich um ein Vielfaches höher darstellen würden, als das jetzt schon der Fall ist. Wenn irgendjemand glaubt, die Amerikaner würden uns im Energiesektor irgendwas schenken, dann muss man wirklich sehr transatlantisch gepudert sein. Transatlantisch gepudert, großes Kino, Rock'n'Roll, zur Standfestigkeit der iranischen Regierung. Es hat ja sehr viele Nutznießer. Man hört gelegentlich, also die haben nur noch 15-20% Unterstützung in der Bevölkerung. Ich frage mich immer, woher diejenigen, die das behaupten, das wissen wollen. Dass das Regime unbeliebt ist, gar keine Frage, aber es hat sehr, sehr viele Nutznießer. Man muss sich vor Augen führen, dass die Wirtschaft im Iran so verflochten ist, mit der Revolutionsgarde und mit dem Militärapparat, so viele Menschen sind abhängig von den Jobs, die sie haben, über das politische System dort, dass es vollkommen illusorisch ist zu glauben, es gäbe da einen Aufstand von irgendwelchen Mittelschichtsangehörigen in Teheran, die sowieso zahlenmäßig kaum noch eine Rolle spielen und dann wird das Regime hinweggefegt. Und diejenigen Oppositionsbewegungen, die es im Ausland gibt, die haben überhaupt nichts zu melden im Iran. Es gibt davon zwei, die eine Rolle spielen. Das eine sind die Royalisten. Ja, das sind, die sieht man eigentlich auf jeder pro-israelischen Demonstration mit der iranischen Flagge, aber nicht mit dem Emblem, der Iranischen Republik, Islamischen Republik, sondern da ist der Löwe zu sehen. Das ist das Emblem der Schah-Herrschaft. Ja? Das sind also, wenn man so will, die Reichsbürger des Irans, ja? Die also im Ausland sitzen, Anhänger des Schahs, also mit anderen Worten Anhänger einer gestrigen, historisch überlebten Bewegung, die aber nun glauben, indem sie sich auf die Seite Israels stellen würde, dass ihren Einfluss, ihre Macht erhöhen, ihre Chancen im Iran wieder an die Macht zu kommen. Das ist die eine Fraktion. Die andere Fraktion, das sind die sogenannten Volksmujahedin, die nennen sich in den USA Nationaler Widerstandsrat. Das klingt irgendwie ein bisschen besser. Volksmujahedin, das ist eigentlich eine neostalinistische Bewegung, die im Iran selber höchst unbeliebt ist. Erstens, weil sie während des irakisch-iranischen Krieges 1980 bis 1988 auf Seiten des Iraks stand. Zweitens, weil die Volksmujahedin zahlreiche Terroranschläge verübt haben im Iran. Und es besteht der Verdacht, dass die Anhänger dieser Bewegung immer wieder auch beteiligt sind an der Ermordung von Atomwissenschaftlern beispielsweise oder an Sabotageakten im Iran selber. Also selbst wenn es die allerfreiesten Wahl der Welt geben würde im Iran, würden die also irgendwie unter 1% der Stimmen bekommen, davon darf man ausgehen, die sind verhasst im Iran. Reichsbürger und Stalinisten, unsere Partner, Rock'n'Roll. Eine wichtige Frage stellt Michael Lüders dreimal, wohin soll das führen? Hinzu kommt, dass infolge der Sanktionsmaßnahmen gegen den Iran, der Iran ja gar keine andere Wahl hatte, als sich geopolitisch neu zu orientieren. Und das haben die Iraner getan. Der Iran ist mittlerweile ein wichtiger oder ein entscheidender Energielieferant für China, für die Volksrepublik. Gleichzeitig hat Russland oder ist Russland dabei, seine gesamten Verkehrswege neu zu sortieren in Richtung Fernost, weil man eben nicht mehr über die Ostsee den ganzen Öl- und Energieexport betreiben möchte. Ist man zu sehr in der Nähe des NATO-Einflussbereiches. Also man leitet die eigenen Verkehrswege zu einem erheblichen Teil um über das Kaspische Meer in Richtung Iran und von dort dann weiter in Richtung Indien und weiter in Richtung Fernosten. Das ist also eine neue Entwicklung, die hier in Deutschland natürlich nicht weiter berücksichtigt wird. Ich habe das in meinem Buch Moral über alles detailliert dargelegt, diese Entwicklung, die wirklich hochinteressant ist, aber wie gesagt, im Bewusstsein hiesiger Politiker oder Meinungsmacher, die mehr in Richtung Moral sich orientieren als in Richtung, wie gestaltet sich eigentlich die Welt, wie ist sie verfasst, wer hat wo was zu sagen. Die bekommen das natürlich nicht mit. Jetzt nehmen wir also mal an, es käme wirklich zum Äußersten und unsere israelischen Freunde würden natürlich alles im Rahmen legitimer Selbstverteidigung den Iran angreifen. Und das Ganze würde sofort natürlich ein größerer Krieg werden, die Amerikaner würden sich auf die Seite Israels stellen und so weiter und so fort. Wenn das geschehen sollte, worst case, was werden dann die Russen, was werden dann die Chinesen machen? Werden die sagen, ey, potz der Dauz, das ist aber ärgerlich. Da haben die Iraner jetzt ein Problem. Das tut uns leid, interessiert uns aber nicht weiter. Das werden sie schwerlich tun. Sie werden alles daran setzen, dass die politischen Verhältnisse im Iran so bleiben, wie sie sind. Sie werden das dortige Militär unterstützen. Mit allem, was es braucht, um den Angriff zurückzuschlagen. Das ist amtlich. Da kann man wirklich also alles drauf verwetten, was man verwetten möchte. Russland und China werden den Iran, werden die politischen Verhältnisse in Teheran nicht sich selber überlassen, sondern sie werden aktiv eingreifen in einen solchen militärischen Konflikt. Das würde also bedeuten, wir haben auf der einen Seite unseren Wertepartner Israel und
Wir würden auf der Seite Israels stehen, gemeinsam mit den Amerikanern, den Franzosen, ach, sagen wir doch einfach gemeinsam mit der NATO. Also Israel und die NATO hier und auf der anderen Seite der Iran und seine Schurkenfreunde, nämlich Russland und China. Wohin soll das dann führen? Wohin soll das dann führen? Wohin soll das führen? Ihr Lieben, ich singe, wohin das führt. Ihr Lieben, ich singe, wohin das führt. Ihr Lieben, ich singe, wohin das führt. Ein bisschen Weltkrieg, ein bisschen Weltkrieg ist das Größte, was wir können. Das doch je. Schönen 1. Mai gehabt. Zunächst 10.000, dann 2.10 Uhr hochgerockt auf um die 20.000 Teilnehmer friedlicher 1. Mai in Berlin. Bei der revolutionären 1. Mai-Demonstration und etwa 20 weiteren Demonstrationen habe es nur vereinzelt Störungen und Festnahmen gegeben. Das erklärte Polizeipräsidentin Barbara Slowik im rbb-Fernsehen. Bei der revolutionären durch Kreuzberg und Neukölln schätzte die Polizei über 10.000. Die Veranstalter sprachen von 25.000 bis 30.000 Demonstranten. Es ging über Hermannplatz zur Sonnenallee. Da gibt es fantastisches Baklava. Willkommen zum 2. Mai 2024, die kleine Audiodatei. Sehr gerne schauen wir nach China. Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Chinesische Nachrichtenseite CRI Online berichtet von einem Craft Beer Festival in Peking zum 1. Mai. Auch, dass der Staatspräsident Xi Jinping auf einen Brief von Stahlarbeitern im serbischen Smederevo geantwortet hat. Er ermutigt die Stahlarbeiter, neue Beiträge zur chinesisch-serbischen Freundschaft zu leisten. 2016 besuchte Xi das Werk. Weitere Meldungen: China und Frankreich veranstalten in Paris ein Forum zu kulturellem Austausch. Der chinesische Außenminister Wang Yi sprach mit der argentinischen Außenministerin und der grenzüberschreitende Verkehr auf der Hongkong Macau-Brücke übersteigt 10 Millionen Fahrzeuge, auch anhaltend stark die Nachfrage nach Zugverkehr zwischen China und Europa. Wie ihr wisst, war die Auseinandersetzung mit der DB AG lang, hart, aber am Ende erfolgreich. Ehren wir Klaus Wieselski zum 1. Mai. Schöne Fotos zeigt uns auch die weißrussische Nachrichtenagentur Belta. Dort legt man zum 1. Mai Blumen am Obelisken in Minsk nieder. In Deutschland lässt man den Arbeitgeberpräsident zu Wort kommen und der fordert zum 1. Mai, die Deutschen sollen mehr arbeiten. In Brandenburg wurde das Auto der Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt eine Dreiviertelstunde lang blockiert und man hetzt gegen Sarah Wagenknecht. In der Basis ihrer Partei brodelt es. Von einem Gesinnungstüff ist die Rede. Mitgliedsanträge stauen sich. In Leipzig ärgert sich die CDU. Hunderte arabischsprachige Wahlplakate wurden zerstört. Diese Meldung kann man eigentlich nicht mehr kommentieren. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, we are fighting a war against Russia and not against each other. Thanks. Wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Erbeutetes Material des kriegsführenden Westens wird in Moskau ausgestellt. Gerne lädt man Gewerkschafter ein, sich das Ganze anzuschauen. Auch du bist dabei, Leo. Der ukrainische Präsident Zelensky kündigt weitere Sicherheitsabkommen an, sekundiert die Tagesschau. The victory will change the world. 13 Verletzte gibt es bei einem Großbrand im Hafen von Odessa. Tagesschau ergänzt Konfliktparteien als Quelle, Angaben zu Kriegsverlauf etc. Stromausfall gibt es in der russischen Region Oryol nach einem Drohnenangriff. Frau Taylor Grün, Mitglied des Repräsentantenhauses des US-Kongress, meint, das US-Geld bringt die Ausrottung einer Generation von Ukrainern mit sich. Das ist wohl so. Das US-Magazin Business Insider berichtet, Russlands elektronische Kriegsführung macht US-Präzisionswaffen unbrauchbar. Französische Zeitung Le Monde, gelenkte Fliegerbomben könnten den Konflikt zu Moskaus Gunsten wenden. Und ein Bericht des Government Accountability Office, ein USA-Kongressbüro. US-Rüstungslieferanten wollen keine langfristigen Verträge abschließen. Für den Nachschub
der an Kiew gelieferten Waffen. Alles westliche Meldungen. Und um die ukrainischen Frauen sorgt sich Maria Sacharowa. Sie kritisiert die mögliche Einbeziehung in die Entminungsarbeit. Frau Sacharowa! Der Anführer der Hamas sieht das jüngste Verhandlungsangebot für einen Geiseldeal einem Medienbericht zufolge skeptisch, es berichtet der ORF. Weitere Festnahmen und Ausschreitungen gab es an US-amerikanischen Universitäten. Israels Militär gibt zu Protokoll, man bereite eine Offensive im Norden vor. Zwei Debakel, Kommunalwahlen England, es werden Verluste erwartet für die regierende konservative Partei. Und unsere Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann, schlappen vor Gericht. Ein Verfahren eingestellt, ein zweites endete mit Freispruch. Massenmedien berichten nicht. Sie darf nun gerichtlich überprüft als Kriegstreiberin bezeichnet werden, da mache ich das gern. Es berichtet Russia Today, vor Ort war auch das Boulevardblatt Express, das berichtet nicht. Ein weiteres Verfahren wurde eingestellt, hier ging es um die Bezeichnung Faschistin, das vor dem Amtsgericht Kerpen. Vor längerer Zeit gab es für einen dritten Begriff einen Freispruch, Brechmittel. Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Von Südwesten Regenschauer, Gewitter sonst schön. Mehr Gewitter über das Wochenende. Es bleibt wechselhaft. Temperaturrückgang im Mai. Machabu. Alternative Music.